So. Wieder zurück von der Pause. Ich musste gerade eben was zu essen bestellen, weil wir nämlich auch gar nichts gegessen haben den ganzen Tag. Gar nicht. So, wir wollten zumindest schon mal für Nepp und Schlepp das Geschäft aufbauen. Wir brauchen erstmal ein paar Materialien. Ja, damit. So. Ich hoffe, dass ihr nicht alle eingeschlafen seid. Oder könntet es auch zum Einschlafen verwenden. Habe ich damals mit den Gronkh-Streams auch gemacht. Also nicht Gronkh-Streams, sondern mit den Let's Plays. Zumindest was Minecraft angeht. Konnte ich aber ganz gut einschlafen. Sehr schön. Ja, ich sehe schon, es sind manche rausgegangen. Ich weiß nicht, ob die jetzt gedacht haben, ich bin jetzt komplett raus. Ja. Alles gut. So. Alles meins. So, das hier. Okay. Ah, nein, wollte ich nicht. Egal. Wie gesagt, ich mache da jetzt keine richtige Hektik. Ich mache das alles ziemlich gechillt. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nur nicht, ob ich das so machen werde, dass ich wirklich jeden Progress hier im Stream machen werde, weil ich stream ja quasi zweimal die Woche und ich habe am Dienstag ja den 13 Sentinels Day, sagen wir es mal so. Und da wollte ich halt auch ein bisschen vorwärts kommen. Und ich merke halt, dass mir das auch tatsächlich auch in meiner privaten Zeit ziemlich gut tut, das hier zu spielen. Wenn nicht, machen wir privat. Ja, das ist kein Problem. Aber wie gesagt, das heißt jetzt aber nicht, dass ich jetzt hier nicht, also generell jetzt überhaupt gar nicht mehr Animal Crossing streame. Also das wird definitiv am Freitag immer wieder passieren. Freitag ist einfach der entspannte Animal Crossing Day. So. Kurz fürs Wochenende zum Abklingen. Ich glaube, das ist okay. So. Ich muss meine Axt wieder craften. 6 Stück. Ich glaube, das müsste reichen. So. Okay. Weil sonst habe ich gerade tatsächlich aktuell kein Spiel, was ich jetzt hier so fernab von Story irgendwie entspannt ist. Also ich spiele zum Beispiel sehr, sehr gerne JRPGs. Aber kennt ihr das, wenn ihr irgendwie keinen Kopf habt um JRPGs oder irgendwelche Story, sehr krassen, komplexen Story-Elemente nicht spielen zu können, weil euer Kopf gerade so voll ist, dass ihr euch gar nicht richtig konzentrieren könnt? Und das ist halt die Gefahr, die man halt hat. Und ja, ich spiele zum Beispiel auch gerne auch mal Beat'em-up-Games, aber etwas, was zum Beispiel auch so ein bisschen zum Runterkommen ist, habe ich leider tatsächlich relativ wenig. ruhiger ist sind zum Beispiel auch Telltale-Spiele, wie zum Beispiel Life is Strange und Detroit Become Human, aber das ist jetzt wieder so story-relevant und das ist alles nicht so einfach. Und ich habe nicht gecraftet. Shame on me. Ich habe jetzt gerade so viel gelabert. Das ist ja, was ich meine. Ah.
Igema meinte, du hast auch Link's Awakening. Ja, hab ich. Tatsächlich, ja. Mache ich vielleicht auch irgendwann. Oh, ich hab... Oh, einen Stein brauche ich. Deswegen hat es nicht geklappt. Ja, ist auch mega cute. Es ist echt süß. Ja, hab ich. Kann ich nur empfehlen. Es ist so süß. Es ist so schön gemacht. Und deswegen verstehe ich einfach nicht, wieso die Pokémon Company bei jetzt hier bei Pokémon Diamant und Perl, warum sie das nicht so in dieser Grafik-Engine gemacht haben. Das sieht wesentlich hübscher aus. Also versteht mich nicht falsch, ich spiele die Pokémon-Spiele echt gerne. Ich habe zum Beispiel auch hier Schwert und Schild. Ich hatte auch... Ich muss auch zugeben, ich habe kein einziges... Ich weiß, es ist echt ein Skandal, aber ich habe kein einziges Pokémon-Spiel bei mir gehabt. Kein einziges. Nintendo-Konsolen her hatte ich tatsächlich nur den Super Nintendo. Ich hatte kein Game Boy. Ich hatte keine Wii. Ich hatte kein Nintendo 64. Ich hatte kein GameCube. GameCube habe ich mir damals mal ausgeliehen gehabt. Da habe ich damals Wind Waker gespielt und hier Super Mario Sunshine. Hat mir mega gut gefallen. Aber ich habe damals nie diese Konsolen zum Geburtstag bekommen. So, und irgendwann, als ich natürlich was älter wurde und mir dann selbst Geld angespart habe und so, dann hatte ich irgendwann mal gedacht, okay, DS konnte ich mir auch erstmal damals nicht leisten. Die Switch stand schon kurz bevor und da habe ich mir gedacht, ja gut, bevor ich dann halt ein Nintendo DS nehme, hole ich mir natürlich direkt die Switch. Und dementsprechend, ja, dementsprechend hatte ich dann quasi alles nachgeholt, was ich verpasst habe. Dann hatte ich irgendwann Let's Go Evoli geholt. Dann hatte ich Schwert und Schild geholt. Ja, die machen mir Spaß, trotz der Kritik. Und ja, ich gebe es auch zu, diese ganzen Lags da, wenn man dann in diese ganze Open-World-Szene ist, ja, die ist leider da. Aber es hat mich jetzt vom Spielfluss her mich jetzt komplett nicht unterbrochen. Also ich hatte trotzdem meinen Spaß. Gameboy hatte ich wie die Wii. Die habe ich sogar jetzt nicht. Oh. Ja, okay. Ich dachte, ich wäre tatsächlich eine Ausnahme. Hab aber nur Mario gespielt. Ja, ich habe tatsächlich auch gerne ja, auf dem Super Nintendo habe ich Super Mario World gerne gespielt. Und ja, ist ein Klassiker. Genauso wie Yoshi's Island. Habe ich mega gern gespielt. Und was ich unbedingt, wirklich unbedingt gerne haben wollen würde, ist das, die Donkey Kong Country Trilogie mal richtig vernünftig geremaked wird. Und damit meine ich wirklich, es wird natürlich nicht leicht sein, aber ich sehe ja schon alleine in Tropical Freeze, dass es echt hübsch aussieht. Und deswegen kann man auch direkt eigentlich diese drei Teile auch mal remaken. Ich fand Donkey Kong Country 1 fand ich mega gut. Donkey Kong Country 2 hatte ich damals auch mal ausgeliehen. Fand ich tatsächlich besser. Hat mir sehr gut gefallen. Bei Donkey Kong Country 3, ich weiß, viele finden es nicht so gut. Also das soll der schlechteste Teil der Reihe sein, aber trotzdem bin ich halt neugierig, das mal auszutesten. Das Dumme ist nur, ich weiß, es gibt ja Nintendo Switch Online und es gibt die Virtual Console. Ich habe damals bei Twinbee, also bei dem Spiel Twinbee, hatte ich das mal ausprobiert, weil ich das damals auch sehr gerne gespielt habe. Habe ich aber festgestellt, dass die Steuerung mega schwammig ist.
Ich kam mir vor, als könnte ich überhaupt gar nicht mehr spielen. So. Versteht ihr, wie ich das meine? Ich habe auch Mario Kart gespielt und es fühlte sich nicht so an wie damals auf dem Super Nintendo. Es fühlte sich an wie ein Fremdkörper. So kann man es beschreiben. Das wäre krass, alle Donkey Kong Countries zu remaken. Ja. Also es waren ja meiner Meinung nach ziemlich wichtige Marken. Also auch neben Zelda, klar. Das sowieso. Mario auch. Aber irgendwie geht das unter mit Donkey Kong. Was ich echt schade finde. Ja, und Animal Crossing. Ich weiß, dass zum Beispiel Musician auch gesagt hat, dass New Leaf besser ist als New Horizons. Ich kann das tatsächlich nicht so richtig beurteilen. Aber ich habe mir das tatsächlich auch mal nachträglich geholt. Und ich bin tatsächlich nicht dazu gekommen. Aber so wie ich mitbekommen habe, gibt es tatsächlich mehrere Geschäfte und alles. Und das wurde hier in New Horizons irgendwie ad acta gelegt, was ich echt schade finde. Weil normalerweise muss ein Nachfolger mehr bieten als der Vorgänger. Meiner Meinung nach. New Horizons ist mein erstes Animal Crossing. Auch! Ah, okay. Find's so schön. Ja! Es hat einfach was Charmantes, so. Und ich finde, der Erfolg gibt denen recht. Natürlich, passend zu Corona ist natürlich klar, dass man natürlich sagt, ja, die hatten aber auch Glück gehabt. Aber nein, finde ich nicht, weil es versprüht einfach seinen Charme. Und klar war das ein Zufall, aber und ich will es ja auch nicht abstreiten, dass sie dadurch auch natürlich mehr Erfolg bekommen haben. Aber die Animal Crossing Community ist überraschenderweise sehr, sehr groß. Und ich wünsche mir auch Updates. Ich meine, es wurde auch gesagt, dass, glaube ich, über 2 Jahre oder so dieses Spiel mit Updates versorgt werden soll. Leider habe ich bisher noch nichts mitbekommen. Außer vielleicht mal hier und da ein paar neue Items. Gut, im ersten Jahr ist klar, da haben sie natürlich alles, diese ganzen Events hier mit dem Häschentag und das alles haben sie gemacht. Aber dann nach einem Jahr kam nichts mehr. So, und das ist natürlich traurig. Dann hast du immer wieder dieselben Events. Ich sehe schon, hier kommt auch hier nichts mehr. Warte mal. Und ja, wenn irgendwelche Updates kommen, dann sind es irgendwelche Bugfixes. Oder jetzt gerade zum Beispiel seit ein paar Monaten halt es mit den Nook-Punkten. Aber das zähle ich jetzt nicht als irgendwie Innovation. Oder klar, es ist was Neues, aber es ist jetzt irgendwie nichts Innovatives, was dem Spiel selbst betrifft. Ja, mehr. Ja. Ihr habt dieses Spiel so gut supportet. Wieso habt ihr das jetzt so im Stich gelassen? Why? Das ist eine Frechheit. Oh, cool. Ja, damit. Meine Sternis. Ein Café. Ja, ich hab auch gehört, dass ich glaube, New Leaf hatte ein Café, ne? Du konntest, glaube ich, da arbeiten. In dem Café. Konntest auch ein paar Sternis verdienen und konntest dich mit den Bewohnern unterhalten und alles. Klar, machst du das natürlich ja auch, aber du. Also ein Café? Ich hätte Bock drauf. Ja, konnte man. Oh. Bringt doch das Café doch raus. Verstehe ich nicht, warum man das nicht im Sommer-Update macht.
Hätte super gepasst. Etwas herstellen. Ja. So. Okay. So. Sonst, ich überlege gerade, was ich hier sonst so in meiner kleinen Gaming-Karriere so gemacht habe als Kind. Was ich da sonst noch alles so gespielt habe. Ich habe zum Beispiel auf dem SNES habe ich gerne die Disney-Spiele bzw. die Disney-Lizenzen gespielt. Das war noch die Phase, wo Disney-Spiele noch gut waren. Mag es kaum glauben, aber Disney-Spiele waren tatsächlich auch gut. Oh, ich freue mich auch. Ich hatte zum Beispiel König der Löwen und hier Aladdin und Mystic Quest von Mickey Mouse. Das war richtig cool. Da hast du Mickey Mouse gesteuert und der hatte sämtliche Jobs, die er machen konnte. Einmal war er Magier, einmal war er Bergsteiger. Also einmal konntest du ihn als Bergsteiger verwenden. Also du konntest auch jedes Mal tatsächlich wie bei einem JRPG die Jobsysteme wechseln. Einmal warst du, konntest du dich als Magier verwandeln, einmal konntest du dich als Bergsteiger, dann als Feuerwehrmann. Jetzt ist das Mickey Mouse Game mit den Spiegeln. Ist das dieses Castle of Illusion? Hab ich auch gehört, das soll gut sein. Habe ich aber auch noch nicht. Hab ich gar nicht gespielt, nein. War richtig gut. Oh, ich glaube, Hartholz kann ich abgeben. Okay. Oder hier, es gab noch, glaube ich, was für die Wii. Dieses Mickey-Maus-Spiel mit dem Pinsel. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Im Moment bitten wir unsere werten Inselbewohner um Baustoffspenden für den Laden, den wir bauen wollen. Genau, Mickey Epic. Und das hat er auch im zweiten Teil mit Oswald. Richtig, Mickey Epic. Stimmt. Das soll auch nicht schlecht sein. Aber diese ganzen anderen Spiele, wie zum Beispiel Cars oder so, also... Nee. Oder Findet Nemo. Dafür, dass die wirklich... so krass... supporten und sämtlichen Merch rausbringen, sind sie tatsächlich in der Gaming-Industrie da irgendwie am Schlafen. Und damit, und ich zähle nicht die Apps, ich zähle nicht die Spiele-Apps. Ich meine jetzt tatsächlich konsolentechnisch. Und tatsächlich hat Square Enix zumindest, was den Markt betrifft, den ein bisschen unter die Arme gepackt und dementsprechend ist das einzige gescheite Disney-Spiel bisher Kingdom Hearts. Was hältst du von Ori? Mega schön. Das ist tatsächlich so ein Spiel auch so nach meinem Geschmack. Ich habe es noch nicht gespielt, aber wollte ich mal. Wir haben, also ich habe das jetzt leider nicht für die Switch. Aber wir hatten auch mal zum Beispiel im Game Pass, also von meinem Freund auf der Xbox, hatten wir Ori gehabt. Und auch natürlich den zweiten Teil, weil das halt ein Xbox Original war, sagen wir es mal so. War, mittlerweile ist es nicht mehr, aber es war. Und dementsprechend war es dann halt auch im Game Pass. Und kann man das auch mal irgendwann mal spielen. Ich habe das für die Switch. Und wie läuft das? Läuft das gut?
Also ich kann es mir vorstellen, so zumindest. wir würden uns schrecklich freuen, falls du uns auch mit dem restlichen Baumaterial helfen könntest. Okay. Eine Fächerpalme. Mal schauen, was wir hier haben. Ich krieg gar nichts mehr mit hier. ich krieg nichts mehr mit.